Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. DC Animated Movies sind ja tatsächlich ziemlich cool anzusehen. Da sind in den letzten Jahren einige wirklich hochwertige Produktionen erschienen, die auch international teilweise gerne das Steelbook-Treatment bekommen haben. Wenn ich hier in meiner Sammlung nach links und dann ein bisschen nach hinten zoome, sehen wir eben hier, dass ich da tatsächlich schon zahlreiche Steelbooks aus dem Batman, Justice League und so weiter und so fort Universum habe. Nur, was mich bei diesen Steelbooks immer wieder ein kleines bisschen irritiert, ist, dass diese Steelbooks komplett inkonsequent sind. Manche haben eben beispielsweise das DC-Logo in verschiedenen Größen auf ihrem Spine, manche gibt es zum Beispiel nur in Frankreich, manche nur in Amerika, manche nur in England, manche sogar in Deutschland. Außerdem sind diese Steelbooks mal matt, mal Full Gloss und irgendwie nie gleich. Und deswegen ist es immer wieder wahnsinnig spannend zu sehen, okay, was macht jetzt das neueste Steelbook in diesem Bereich? Das hört auf den Namen Batman. The Long Halloween. Und als würde es sich quasi um einen Scherz aus meinem Mund handeln, ist Batman The Long Halloween offensichtlich so ein longes Halloween, dass es auf mehrere Parts aufgeteilt werden musste. Der erste Teil ist jetzt eben zum Beispiel hier in England exklusiv bei Zavi in einer, oder nein, ich glaube gar nicht exklusiv bei Zavi, aber ich habe es bei Zavi bestellt, in einer Steelbook-Auflage erschienen, die auch dieses Mal, finde ich, wieder mit einem absolut grenzgenialen Cover-Artwork daherkommt. Aber bevor wir uns das Steelbook an sich anschauen, hier mal ein Blick auf den Spine, der dann hoffentlich beim zweiten Teil genau so übernommen wird. Und auf das Backcover, da gibt es die Inhaltsangabe zum Film, es gibt die ganzen technischen Details und natürlich können wir eben hier einmal auf die technischen Details blicken und feststellen, dass obwohl es dieses Steelbook von dem 85 Minuten langen Animationsfilm zwar nicht in Deutschland gibt, es aber sehr wohl hier eben auf der britischen Steelbook-Version eine deutsche Synchro im Angebot gibt. Das ist nett. Aber jetzt entfernen wir da einmal dieses Backcover-Blatt, zack, und schauen uns eben das komplette Frontcover-Artwork an, weil das hat mir auf den ersten Blick schon einmal wahnsinnig gut gefallen. Genauso wie eben bei den unterschiedlichen Steelbook-Stilen ist es ja eben bei diesen DC-Animated-Filmen ja auch so, dass die komplette Grafik auf den Covern immer wieder abwechslungsreich ist und dass man dieses Mal sogar wirklich drei Klebepunkte da oben verwendet. Dieses Mal hat man sich, finde ich, ein bisschen mehr für einen realistischen Stil entschieden. Wir hatten ja eben gerade Batman vs. Ninja zum Beispiel, hatte einen Batman Ninja oder Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles und nein, das habe ich nicht gerade erfunden, hatten ja wirklich sehr individuelle Stile, aber auch hier dieses quasi ultra-realistische Design finde ich ebenfalls absolut genial, eben mit Catwoman, mit Batman, mit einem unglaublich genial dreinschauenden Joker. Außerdem muss man an der Stelle auch wirklich einmal zu schätzen wissen, wie genial dieser Steelbook-Effekt hier arbeitet. Gehen wir es Charakter für Charakter durch. Beim Joker beispielsweise ist fast der komplette Körper mit ein bisschen weiß grundiert, so dass eben der Steelbook-Schimmer nicht durchkommt, außer bei seinem Auge bzw. bei seinen Zähnen, die leuchten mit dem metallischen Steelbook. Der Kürbis mit dem Batman-Logo hineingeschnitzt leuchtet natürlich auch ein bisschen, was von den Blättern leuchtet. Dann natürlich eben hier die Stadt im Hintergrund und auch der Himmel im Hintergrund. Und bei Batman sind es dann einerseits die Augen, die so richtig zum Strahlen anfangen und natürlich der Batarang beziehungsweise sein goldener Gürtel. Das sieht absolut fantastisch aus, ist Steelbook-technisch wirklich wundervoll umgesetzt, genauso wie man sich's eben wirklich von diesen DC-Steelbooks erwartet. Außerdem können, holy freaking hell, wir dann noch einmal auf das Backcover schauen und auch das ist absolut genial. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, wer bei Warner immer auf diese Idee kommt, dass das eine tolle Idee ist. Ich meine, ganz im Ernst, da brauche ich ja länger, um den Text zu lesen, als den ganzen Film zu schauen, aber zum Glück hat man hier mit dem Metallic-Effekt gearbeitet, sodass das zumindest bei gerader Betrachtung sehr schön in den Hintergrund rückt. Apropos Hintergrund, hier hat man ebenfalls wieder wunderschön diesen Metallic-Effekt vom Steelbook eingebaut. Natürlich genauso wie beim Joker auf dem Frontcover leuchten auch seine Augen bzw. seine Zähne wirklich ganz besonders bedrohlich. Das ist wirklich ein unglaublich geniales Design. Wir können an der Stelle natürlich noch einmal vergleichen, dass es sich zwar offensichtlich auf dem Front und auf dem Backcover um dieselbe Zeichnung handelt. Man sieht aber eben hier, finde ich, eben ganz deutlich den Unterschied von dem Stil, den man da auf dem Frontcover gewählt hat, weil während das eben hier
auf dem Backcover noch ein bisschen mehr nach Comic aussieht, sieht man eben hier auf dem Frontcover, dass das Ganze deutlich grober ist, deutlich einen stärkeren Kontrast hat, deutlich mehr Grain und eben mehr auf diesen Realismusstil anspricht, der eben hier auf dem Backcover nicht ganz fortgeführt wurde, was insgesamt aber eine sehr, sehr coole Wahl ist für dieses Design. Außerdem finden wir dann eben hier drinnen, dass man offensichtlich diesen modernen Superheldenfilme damit kennzeichnet, dass man ein W vor den Titel setzt und dann, dass man es wieder mal nicht geschafft hat, die Zeit zu finden, eine Disc zu gestalten. Das finde ich zart. Dafür finde ich aber eben diesen Blick hier auf Gotham City absolut genial im Inneren von diesem Steelbook. Vor allem, weil eben gerade diese Lichter hier, dieses leuchtende Gelb hier unten in der Stadt so wundervoll mit dem metallischen Steelbook-Effekt spielen, aber eben generell auch der ganze Himmel wundervoll mit diesen metallischen Farben zum Leuchten kommt. Das ist ein wirklich schönes Steelbook. Man hat zwar vielleicht bei den schwarzen Flächen, aber sonst grundsätzlich kaum erkennbare Grundierung. Deswegen wirkt das Bild eben ein bisschen matt und hell, wenn man es eben einfach so direkt anschaut. Aber es ist von seinen Steelbook-Effekten her, finde ich, ein absolut schönes Innendesign. Passt in dem Sinne wirklich perfekt zum Außendesign. Und das ist wieder einmal einer dieser Fälle, wo sich Warner beim Design eines dieser DC Animated Steelbooks so richtig ins Zeug gelegt hat. Und finde ich einfach nur ein grenzgeniales Design geschaffen hat.